Es war noch früh, als mich Stimmen weckten, die sich in meinem Vorzimmer in heftigsten Wortwechsel erhoben. Ich horchte auf, Bendel verbot meine Tür. Rascal schwur hoch und teuer, keine Befehle von seinesgleichen anzunehmen und bestand darauf, in meine Zimmer einzudringen. Der gütige Bendel verwies ihm, dass solche Worte, falls sie zu meinen Ohren kämen, ihn um einen vorteilhaften Dienst bringen würden. Rascal drohte, Hand an ihn zu legen, wenn er ihm den Eingang noch länger vertreten wollte. Ich hatte mich halb angezogen, ich riss zornig die Tür auf und fuhr auf Rascal zu. »Was willst du, Schurke?« Er trat zwei Schritte zurück und antwortete ganz kalt. »Sie untertänigst bitten, Herr Graf, mir doch einmal Ihren Schatten sehen zu lassen. Die Sonne scheint ebenso schön auf dem Hofe.« Ich war wie vom Donner gerührt. Es dauerte lange, bis ich die Sprache wiederfand. »Wie kann ein Knecht gegen seinen Herrn...« Er fiel mir ganz ruhig in die Rede. »Ein Knecht kann ein sehr ehrlicher Mann sein und einen Schattenlosen nicht dienen wollen. Ich fordere meine Entlassung.« Ich musste andere Seiten aufziehen. »Aber Rascal, lieber Rascal, wer hat dich denn auf die unglückliche Idee gebracht? Wie kannst du denken?« Er fuhr im selben Tone fort. »Es wollen Leute behaupten, sie hätten keinen Schatten. Und kurz, sie zeigen mir ihren Schatten oder geben mir meine Entlassung.« Bendel, bleich und zitternd, aber besonnen als ich, machte mir ein Zeichen. Ich nahm zu dem alles beschwichtigenden Golde meine Zuflucht. Auch das hatte seine Macht verloren. Er warf's mir vor die Füße. »Von einem Schattenlosen nehme ich nichts an.« Er kehrte mir den Rücken und ging, den Hut auf den Kopf, ein Liedchen pfeifend, langsam aus dem Zimmer. Ich stand mit Bendel da, wie versteint, Gedanken und regungslos ihm nachsehend. Schwer aufseufzend und den Tod im Herzen, schickte ich mich endlich an, mein Wort zu lösen und wie ein Verbrecher vor seinen Richtern in dem Förstergarten zu erscheinen. Ich stieg in der dunklen Laube ab, welche nach mir benannt war und wo sie mich auch diesmal erwarten mussten. Die Mutter kam mir sorgenfrei und freudig entgegen. Mina saß da, bleich und schön wie der erste Schnee, der manchmal im Herbst die letzten Blumen küsst und gleich in bitteres Wasser zerfließen wird. Der Forstmeister, ein geschriebenes Blatt in der Hand, ging heftig auf und ab und schien vieles in sich zu unterdrücken, was mit fliegender Röte und Blässe wechselnd sich auf seinem sonst unbeweglichen Gesichte malte. Er kam auf mich zu, als sie hereintrat, und verlangte mit oft unterbrochenen Worten, mich allein zu sprechen. Der Gang, auf den er mich ihm zu folgen einlud, führte nach einem freien, besonnten Teile des Gartens. Ich ließ mich stumm auf einen Sitz nieder, und es erfolgte ein langes Schweigen, das selbst die gute Mutter nicht zu unterbrechen wagte. Der Forstmeister stürmte noch immer ungleichen Schrittes die Laube auf und ab, er stand mit einem Mal vor mir still, blickte ins Papier, das er hielt, und fragte mich mit prüfendem Blick, »Sollte Ihnen, Herr Graf, ein gewisser Peter Schliemihl wirklich nicht unbekannt sein?« Ich schwieg. »Ein Mann von vorzüglichem Charakter und von besonderen Gaben?« Er erwartete eine Antwort. »Und wenn ich selber der Mann wäre?« »Dem«, fügte er heftig hinzu, »sein Schatten abhanden gekommen ist?« »Oh, meine Ahnung«, rief Mina aus. »Ja, ich weiß es längst, er hat keinen Schatten.« Und sie warf sich in die Arme der Mutter, welche erschreckt, sie krampfhaft an sich schließend, ihr Vorwürfe machte, dass sie zum Unheil solch ein Geheimnis in sich verschlossen. Sie aber war, wie Arethusa, in einen Tränenquell verwandelt, der beim Klang meiner Stimme häufiger floss und bei meinem Nahen stürmisch aufbrauste. »Und Sie haben«, fuhr der Forstmeister grimmig wieder an, »und Sie haben mit unerhörter Frechheit diese und mich zu betrügen keinen Anstand genommen. Und Sie geben vor, Sie zu lieben, die Sie so weit heruntergebracht haben. Sehen Sie, wie sie da weint und ringt. Oh, schrecklich, oh, schrecklich!« Ich hatte dergestalt alle Besinnung verloren, dass ich wie irre redend anfing,
Es wäre doch am Ende ein Schatten. Nichts als ein Schatten. Man könne auch ohne das fertig werden. Und es wäre nicht der Mühe wert, solchen Lärm davon zu erheben. Aber ich fühlte so sehr den Ungrund von dem, was ich sprach, dass ich von selbst aufhörte, ohne dass er mich einer Antwort gewürdigt. Ich fügte noch hinzu, was man einmal verloren, könne man ein andermal wiederfinden. Er fuhr mich zornig an. »Gestehen Sie es mir, mein Herr, gestehen Sie es mir. Wie sind Sie um Ihren Schatten gekommen?« Ich musste wieder lügen. Es trat mir der einst ein ungeschlachter Mann so flämisch in meinen Schatten, dass er ein großes Loch da reinriss. Ich habe ihn nur zum Ausbessern gegeben, denn Gold vermag viel. Ich habe ihn schon gestern wiederbekommen sollen. »Wohl, mein Herr, ganz wohl«, erwiderte der Forstmeister, »Sie werben um meine Tochter, da hast du noch andere. Ich habe als ein Vater für Sie zu sorgen. Ich gebe Ihnen 3 Tage Frist, binnen welcher Sie sich nach einem Schatten umtun mögen. Erscheinen Sie binnen 3 Tagen vor mir mit einem wohl angepassten Schatten, so sollen Sie mir willkommen sein. Am 4. Tage aber, das sage ich Ihnen, ist meine Tochter die Frau eines anderen.« Ich wollte noch versuchen, ein Wort an Mina zu richten, aber sie schloss sich, heftiger schluchzend, fester an ihre Mutter, und diese winkte mir stillschweigend, mich zu entfernen. Ich schwankte hinweg, und mir war's, als schlösse sich hinter mir die Welt zu. Der liebevollen Aufsicht Bendits entsprungen, durchschweifte ich in irrem Lauf Wälder und Fluren. Angstschweiß troff von meiner Stirne, ein dumpfes Stöhnen entrang sich meiner Brust. In mir tobte der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange es so gedauert haben mochte, als ich mich auf einer sonnigen Heide beim Ärmel angehalten fühlte. Ich stand still und sah mich um. Es war der Mann im grauen Rock, der sich nach mir außer Atem gelaufen zu haben schien. Er nahm sogleich das Wort. »Ich hatte mich auf den heutigen Tag angemeldet. Sie haben die Zeit nicht erwarten können. Es steht aber alles noch gut. Sie nehmen Rat an, tauschen Ihren Schatten wieder ein, der Ihnen zu Gebote steht, und kehren sogleich wieder um. Sie sollen in dem Förstergarten willkommen sein, und alles ist nur ein Scherz gewesen. Den Rascal, der Sie verraten hat und um Ihre Braut wirbt, den nehme ich auf mich. Der Kerl ist reif.« Er hatte recht. Ich hatte mich stets um einen Tag verrechnet. Ich suchte mit der rechten Hand nach dem Senkel auf meiner Brust. Er erriet meine Meinung. Ich trat 2 Schritte zurück. »Nein, Herr Graf, der ist in zu guten Händen. Den behalten Sie.« Ich sah ihn mit stieren Augen verwundert fragend an. Er fuhr fort. »Ich bitte mir bloß eine Kleinigkeit zum Andenken. Sie sind nur so gut und unterschreiben mir diesen Zettel da.« Auf dem Pergament standen die Worte: »Kraft dieser meiner Unterschrift vermache ich dem Inhaber dieses, meine Seele nach ihrer natürlichen Trennung, von meinem Leibe.« Ich sah mit stummem Staunen die Schrift und den grauen Unbekannten abwechselnd an. Er hatte unterdessen mit einer neu geschnittenen Feder einen Tropfen Bluts aufgefangen, der mir aus einem frischen Dornenriss auf die Hand floss, und hielt sie mir hin. »Wer sind Sie denn?« frug ich ihn endlich. »Was tut's?« gab er mir zur Antwort. »Und sieht man es mir nicht an? Ein armer Teufel, gleichsam so eine Art von Gelehrten und Physikus, der von seinen Freunden für vortreffliche Künste schlechten Dank erntet und für sich selber auf Erden keinen anderen Spaß hat, als ein bisschen experimentieren. Aber unterschreiben Sie doch rechts, da unten, Peter Schlemin.« Ich schüttelte mit dem Kopf und sagte, »Verzeihen Sie, mein Herr, das unterschreibe ich nicht.« »Nicht?«
wiederholte er verwundert. »Und warum nicht?« »Es scheint mir doch gewisserweise bedenklich, meine Seele an meinen Schatten zu setzen.« »So, so«, wiederholte er, »bedenklich.« Und er brach in ein lautes Lächter gegen mich aus. »Und wenn ich Sie fragen darf, was ist denn das für ein Ding Ihrer Seele? Haben Sie es je gesehen und was gedenken Sie damit anzufangen, wenn Sie eins tot sind? Seien Sie doch froh, einen Liebhaber zu finden, der Ihnen bei Lebenszeit noch den Nachlass dieses X, dieser galvanischen Kraft oder polarisierenden Wirksamkeit oder was alles das närrische Ding sein soll, mit etwas Wirklichem bezahlen will, nämlich mit Ihrem leibhaftigen Schatten, durch den Sie zu der Hand Ihrer Geliebten und zur Erfüllung aller Ihrer Wünsche gelangen können. Wollen Sie lieber selbst das arme junge Blut dem niederträchtigsten Schurken, dem Raskal, zustoßen und ausliefern? Nein, das müssen Sie doch mit eigenen Augen ansehen. Kommen Sie, ich leihe Ihnen die Tarnkappe hier.« Er zog etwas aus der Tasche, und wir wallfahrten ungesehen nach dem Förstergarten. Ich muss gestehen, dass ich mich überaus schämte, von diesem Manne ausgelacht zu werden. Er war mir vom Herzensgrunde verhasst, und ich glaube, dass mich dieser persönliche Widerwille mehr als Grundsätze oder Vorurteile abhielt, meinen Schatten, so notwendig er mir auch war, mit der begehrten Unterschrift zu erkaufen. Auch war mir der Gedanke unerträglich, den Gang, den er mir antrug, in seiner Gesellschaft zu unternehmen. Diesen hässlichen Schleicher, diesen hohnlächelnden Kobold zwischen mich und meine Geliebte, zwei blutig zerrissene Herzen, spöttisch hintreten zu sehen, empörte mein innigstes Gefühl. Ich nahm, was geschehen war, als verhängt an, mein Elend als unabwendbar. Und mich zu dem Manne kehrend, sagte ich ihm, »Mein Herr, ich habe Ihnen meinen Schatten für diesen an sich sehr vorzüglichen Säckel verkauft. Und es hat mich genug gereut. Kann der Handel zurückgehen, in Gottes Namen?« Er schüttelte mit dem Kopf und zog ein sehr finsteres Gesicht. Ich fuhr fort, »So will ich Ihnen auch weiter nichts von meiner Habe verkaufen, es sei auch um den angebotenen Preis meines Schattens, und unterschreibe also nichts.« Daraus lässt sich auch abnehmen, dass die Verkappung, zu der Sie mich einladen, ungleich belustigender für Sie als für mich ausfallen müsste. Halten Sie mich also für entschuldigt, und da es einmal nicht anders ist, lasst uns scheiden. »Tut mir leid, Schlemiel, dass Sie eigensinnig das Geschäft von der Hand weisen, das ich Ihnen freundschaftlich anbote. Indessen, vielleicht bin ich ein andermal glücklicher. Auf baldiges Wiedersehen. Apropos, erlauben Sie mir noch, Ihnen zu zeigen, dass ich die Sachen, die ich kaufe, keineswegs verschimmeln lasse, sondern in Ehren halte, auf dass Sie bei mir gut aufgehoben sind.« Er zog sogleich meinen Schatten aus seiner Tasche und ihn mit einem geschickten Wurf auf der Heide entfaltend, breitete er ihm auf der Sonnenseite zu seinen Füßen aus, so dass er zwischen den beiden ihm aufwartenden Schatten, dem meinen und dem seinen, daherging, denn meiner musste ihm gleichfalls gehorchen und nach allen seinen Bewegungen sich richten und bequemen. Als ich nach so langer Zeit wieder einmal meinen armen Schatten wiedersah und ihn zu solchem schnöden Dienst herabgewürdigt fand, eben als ich um seinetwillen in so namenloser Not war, da brach es mir das Herz und ich fing bitterlich an zu weinen. Der Verhasste stolzierte mit dem mir abgesagten Raub und erneuerte unverschämt seinen Antrag. »Noch ist er für Sie zu haben?« »Ein Federzug, und Sie retten damit die arme, unglückliche Mina aus des Schuftes Klauen in des hochgeehrten Herrn Grafen Arme. Wie gesagt, nur ein Federzug.« Meine Tränen brachen mit erneuter Kraft hervor, aber ich wandte mich weg und winkte ihm, sich zu entfernen. Bendel, der voller Sorgen meine Spuren bis hierher verfolgt hatte, traf in diesem Augenblick ein.
Als mich die treue fromme Seele weinend fand und meinen Schatten, denn er war nicht zu verkennen, in der Gewalt des wunderlichen grauen Unbekannten sah, beschloss er gleich, sei es auch mit Gewalt, mich in den Besitz meines Eigentums wiederherzustellen, und da er selbst mit dem zarten Ding nicht umzugehen verstand, griff er gleich den Mann mit Worten an, und ohne vieles Fragen gebot er ihm stracks, mir das meine unverzüglich verabfolgen zu lassen. Dieser statt aller Antwort kehrte dem unschuldigen Burschen den Rücken und ging. Bendel aber erhob den Kreuzdornknüttel, den er trug, und ihm auf den Fersen folgend ließ er ihn schonungslos unter wiederholten Befehl den Schatten herzugeben, die volle Kraft seines nervichten Arms fühlen. Jener, als sei er solcher Behandlung gewohnt, bückte den Kopf, wölbte die Schultern und zog stillschweigend ruhigen Schrittes seinen Weg über die Halde weiter, mir meinen Schatten zugleich und meine treuen Diener entführend. Ich hörte lange noch den dumpfen Schall durch die Einöde dröhnen, bis er sich endlich in der Entfernung verlor. Einsam war ich wie vorher mit meinem Unglück. Allein zurückgeblieben auf der öden Heide, ließ ich unendlich in Tränen freien Lauf, mein armes Herz von namenloser banger Last erleichternd. Aber ich sah meinem überschwänglichen Elend keine Grenzen, keinen Ausgang, kein Ziel, und ich sog besonders mit grimmigem Durst an dem neuen Gifte, das der Unbekannte in meine Wunden gegossen. Als ich Minas Bild vor meine Seele rief und die geliebte, süße Gestalt bleich und in Tränen mir erschien, wie ich sie zuletzt in meiner Schmach gesehen, da trat frech und höhnend Raskals Schemen zwischen sie und mich. Ich verhüllte mein Gesicht und floh durch die Einöde, aber die scheußliche Erscheinung gab mich nicht frei, sondern verfolgte mich im Laufe, bis ich atemlos an den Boden sank und die Erde mit erneuertem Tränenquell befeuchtete. Und alles um einen Schatten. Und diesen Schatten hätte mir ein Federzug wieder erworben. Ich überdachte den befremdenden Ausgang und meine Weigerung. Es war wüst in mir. Ich hatte weder Urteil noch Fassungsvermögen mehr. Der Tag verging. Ich stillte meinen Hunger mit wilden Früchten, meinen Durst im nächsten Bergstrom. Die Nacht brach ein. Ich lagerte mich unter einem Baum. Der feuchte Morgen weckte mich aus einem schweren Schlaf, in dem ich mich selber wie im Tode röcheln hörte. Bendel musste meine Spur verloren haben, und es freute mich, es zu denken. Ich wollte nicht unter die Menschen zurückkehren, vor welchen ich schreckhaft floh wie das scheue Wild des Gebirges. So verlebte ich drei bange Tage. Ich befand mich am Morgen des vierten auf einer sandigen Ebene, welche die Sonne beschien, und saß auf Felsentrümmern in ihrem Strahl, denn ich liebte jetzt, ihren lang entbehrten Anblick zu genießen. Ich näherte still mein Herz mit seiner Verzweiflung. Da schreckte mich ein leises Geräusch auf, ich warf zur Flucht bereit den Blick um mich her, ich sah niemand. Aber es kam auf dem sonnigen Sande an mir vorbeigeglitten ein Menschenschatten, dem meinige nicht unähnlich, welcher, allein dahinwandelt, von seinem Herrn abgekommen zu sein schien. Da erwachte in mir ein mächtiger Trieb. Schatten, dachte ich, suchst du deinen Herrn? Der will ich sein. Und ich sprang hinzu, mich seiner zu bemächtigen. Ich dachte nämlich, dass wenn es mir glückte, in seine Spur zu treten, so, dass er mir an die Füße käme, er wohl daran hängen bleiben würde und sich mit der Zeit an mich gewöhnen. Der Schatten auf meine Bewegung nahm vor mir die Flucht und ich musste auf den leichten Flüchtling eine angestrengte Jagd beginnen, zu der mich allein der Gedanke, mich aus der furchtbaren Lage, in der ich war, zu retten, mit hinreichenden Kräften ausrüsten konnte. Er floh einem freilich noch entfernten Walde zu, in dessen Schatten ich ihn notwendig hätte verlieren müssen. Ich saß, ein Schreck durchzuckte mir das Herz, fachte meine Begierde an, beflügelte meinen Lauf. Ich gewann sichtbarlich auf den Schatten, ich kam ihm nach und nach näher, ich musste ihn erreichen.
Nun hielt er plötzlich an und kehrte sich nach mir um. Wie ein Löwe auf seine Beute, so schoss ich mit einem gewaltigen Sprung hinzu, um ihn in Besitz zu nehmen, und traf unerwartet und hart auf körperlichen Widerstand. Es wurden mir unsichtbar die unerhörtesten Rippenstöße erteilt, die wohl je ein Mensch gefühlt hat. Die Wirkung des Schreckens war in mir, die Arme krampfhaft zuzuschlagen und festzudrücken, was ungesehen vor mir stand. Ich stürzte in der schnellen Handlung vorwärts gestreckt auf den Boden, rückwärts aber unter mir ein Mensch, den ich umfasst hielt und der jetzt erst sichtbar erschien. Nun ward mir auch das ganze Ereignis sehr natürlich erklärbar. Der Mann musste das unsichtbare Vogelnest, welches den, der es hält, nicht aber seinen Schatten unsichtbar macht, erst getragen und jetzt weggeworfen haben. Ich spähte mit dem Blick umher, entdeckte gar bald den Schatten des unsichtbaren Nestes selbst, sprang auf und hinzu und verfehlte nicht den teuren Raub. Ich hielt unsichtbar, schattenlos das Nest in Händen. Der schnell sich aufrichtende Mann, sich sogleich nach seinem beglückten Bezwinger umsehend, erblickte auf der weiten sonnigen Ebene weder ihn noch dessen Schatten, nachdem er besonders ängstlich umherlauschte. Denn dass ich an und für mich schattenlos war, hatte er vorher nicht Muße gehabt zu bemerken und konnte es nicht vermuten. Als er sich überzeugt, dass jede Spur verschwunden, kehrte er in der höchsten Verzweiflung die Hand gegen sich selber und raufte sich das Haar aus. Mir aber gab der errungene Schatz die Möglichkeit und die Begierde zugleich, mich wieder unter die Menschen zu mischen. Es fehlte mir nicht an Vorwand gegen mich selber, meinen schnöden Raub zu beschönigen, oder vielmehr, ich bedurfte solches nicht, und jedem Gedanken der Art zu entweichen, eilte ich hinweg, nach dem Unglücklichen nicht zurückschauend, dessen ängstliche Stimme mir noch lange nachschallen hörte. So wenigstens kamen mir damals alle Umstände dieses Ereignisses vor. Ich brannte nach dem Förstergarten zu gehen und durch mich selbst die Wahrheit dessen zu erkennen, was mir jener Verhasste verkündigt hatte. Ich wusste aber nicht, wo ich war. Ich bestieg, um mich in der Gegend umzuschauen, den nächsten Hügel. Ich sah von seinem Gipfel das nahe Städtchen und den Förstergarten zu meinen Füßen liegen. Heftig klopfte mir das Herz, und Tränen einer anderen Art, als die ich bis dahin vergossen, traten mir in die Augen. Ich sollte sie wiedersehen. Bange Sehnsucht beschleunigte meine Schritte auf dem richtigen Pfad hinab. Ich kam ungesehen an einigen Bauern vorbei, die aus der Stadt kamen. Sie sprachen von mir, Haskallen und dem Förster. Ich wollte nichts anhören, ich eilte vorüber. Ich trat in den Garten, alle Schauer der Erwartung in der Brust. Mir schallte es wie ein Lachen entgegen. Mich schauderte, ich warf einen schnellen Blick um mich her. Ich konnte niemanden entdecken. Ich schritt weiter vor. Mir war's, als vernehme ich neben mir ein Geräusch wie von Menschentritten. Es war aber nicht zu sehen. Ich dachte mich von meinem Ohre getäuscht. Es war noch früh, niemand in Peters Laube, noch leer der Garten. Ich durchschweifte die bekannten Gänge, ich drang bis nach dem Wohnhause vor. Dasselbe Geräusch verfolgte mich vernehmlicher. Ich setzte mich mit angstvollem Herzen auf eine Bank, die im sonnigen Raume der Haustür gegenüberstand. Es ward mir, als hörte ich den ungesehenen Kobold sich hohnlachend neben mich setzen. Der Schlüssel ward in der Tür gedreht. Sie ging auf. Der Forstmeister trat heraus mit Papieren in der Hand. Ich fühlte mir wie Nebel über den Kopf ziehen. Ich sah mich um und Entsetzen. Der Mann im grauen Rock saß neben mir, mit satanischem Lächeln auf mich blickend. Er hatte mir seine Tarnkappe mit über den Kopf gezogen. Zu seinen Füßen lagen sein und mein Schatten friedlich nebeneinander. Er spielte nachlässig mit dem bekannten Pergament, das er in der Hand hielt, und indem der Forstmeister mit den Papieren beschäftigt im Schatten der Laube auf und ab ging, beugte er sich vertraulich zu meinem Ohr
und flüsterte mir die Worte. So hätten Sie denn doch meine Einladung angenommen. Und da säßen wir einmal zwei Köpfe unter einer Kappe. Schon recht. Nun geben Sie mir aber auch mein Vogelnest zurück. Sie brauchen es nicht mehr und sind ein zu ehrlicher Mann, um es mir vorenthalten zu wollen. Doch keinen Dank dafür. Ich versichere Sie, dass ich es Ihnen von Herzen gern geliehen habe.« Er nahm es unweigerlich aus meiner Hand, steckte es in die Tasche und lachte mich abermals aus, und zwar so laut, dass sich der Forstmeister nach dem Geräusch umsah. Ich saß wie versteinert da. »Sie müssen es mir doch gestehen«, fuhr er fort, »dass so eine Kappe viel bequemer ist. Sie deckt doch nicht nur Ihren Mann, sondern auch seinen Schatten mit und noch so viele andere, als er mitzunehmen Lust hat. Sehen Sie, heute führe ich wieder Ihrer zwei.« Er lachte wieder. »Merken Sie sich, Schlemiel, was man anfangs mit Gutem nicht will, das muss man am Ende doch gezwungen. Ich dächte doch, Sie kauften mir das Ding ab. Nehmen die Braut zurück, denn es ist noch Zeit und wir ließen den Rascal am Galgen baumen. Das wird uns ein leichtes, solange es am Stricke nicht fehlt. Hören Sie, ich gebe Ihnen noch meine Mütze in den Kauf.« Die Mutter trat heraus und das Gespräch begann. »Was macht Mina?« »Sie weint.« »Einfältiges Kind, es ist doch nicht zu ändern.« »Freilich nicht, aber sie so früh einem anderen zu geben, du bist grausam gegen dein eigenes Kind.« »Nein, Mutter, das siehst du sehr falsch. Wenn sie, noch bevor sie ihre doch kindischen Tränen ausgeweint hat, sich als die Frau eines sehr reichen und geehrten Mannes findest, wird sie getröstet aus ihrem Schmerze, wie aus einem Traum erwachen und Gott und uns danken. Das wirst du sehen.« »Gott gebe es. Sie besitzt jetzt freilich sehr ansehnliche Güter, aber nach dem Aufsehen, das die unglückliche Geschichte mit dem Abenteurer gemacht hat, glaubst du, dass ich so bald eine andere für sie passende Partie als der Herr Rascal finden möchte? Weißt du, was für ein Vermögen er besitzt, der Herr Rascal? Er hat für 6 Millionen Güter hier im Lande, frei von allen Schulden, bar bezahlt. Ich habe die Dokumente in den Händen gehabt. Er war's, der mir überall das Beste vorweggenommen hat. Und außerdem im Portfolio Papiere auf Thomas Sohn von circa 4,5 Millionen. Er muss sehr viel gestohlen haben. Was sind das wieder für Reden? Er hat weislich gespart, wo verschwendet wurde. Ein Mann, der die Livree getragen hat? Dummes Zeug, er hat doch einen untatlichen Schatten. Du hast recht, aber...« Der Mann im grauen Rock lachte und sah mich an. Die Türe ging auf und Mina trat heraus. Sie stützte sich auf den Arm einer Kammerfrau. Stille Tränen flossen auf ihren schönen blassen Wangen. Sie setzte sich auf einen Sessel, der für sie unter den Linden bereitet war, und ihr Vater nahm einen Stuhl neben ihr. Er fasste zärtlich ihre Hand und redete sie, die heftiger zu weinen anfing, mit zarten Worten an. »Du bist mein liebes, mein gutes Kind. Du wirst doch vernünftig sein. Wirst nicht deinen alten Vater betrüben wollen, der nur dein Glück will. Ich begreife es wohl, liebes Herz, dass es dich sehr erschüttert hat. Du bist wunderbar deinem Unglück entkommen. Bevor wir den schändlichen Betrug entdeckt, hast du diesen Unwürdigen sehr geliebt. Siehe, Mina, ich weiß es und mache dir keine Vorwürfe darüber. Ich selber, liebes Kind, habe ihn auch geliebt, solange ich ihn für einen großen Herrn gesehen habe. Nun siehst du selber ein, wie anders alles geworden. Was? Ein jeder Pudel hat ja seinen Schatten und mein liebes, einziges Kind sollte einen Mann. Nein, du denkst auch gar nicht mehr an ihn. Höre, Mina, nun wird dein Mann um dich, der die Sonne nicht scheut, ein geehrter Mann, der freilich kein Fürst ist, aber 10 Millionen, 10-mal mehr als du in Vermögen besitzt, ein Mann, der mein liebes Kind glücklich machen wird. Erwidere mir nichts, widersetze dich nicht,
und sei meine gute, gehorsame Tochter. Lass deinen liebenden Vater für dich sorgen. Deine Tränen trocknen. Versprich mir, dem Herrn Rascal deine Hand zu geben. Sage, willst du mir dies versprechen?« Sie antwortete mit erstorbener Stimme: »Ich habe keinen Willen, keinen Wunschführer auf Erden. Geschehe mit mir, was mein Vater will.« Zugleich ward Herr Rascal angemeldet und trat frech in den Kreis. Mina lag in Ohnmacht. Mein verhasster Gefährte blickte mich zornig an und flüsterte mir die schnellen Worte: »Und das können Sie erdulden? Was fließt denn statt des Blutes in den Adern?« Er ritzte mir mit einer raschen Bewegung eine leichte Wunde in die Hand. Es floss Blut. Er fuhr fort: »Wahrhaftig, rotes Blut. So unterschreiben Sie.« Ich hatte das Pergament und die Feder in Händen. »Ich werde mich deinem Urteile bloßstellen, lieber Camisso, und es nicht zu bestechen suchen. Ich selbst habe langes, strenges Gericht an mir selbst vollzogen, denn ich habe den quälenden Wurm in meinem Herzen genährt. Es schwebte immerwährend dieser ernste Moment meines Lebens vor meiner Seele, und ich vermochte es nur zweifelnden Blickes mit Demut und Zerknirschung anzuschauen. Lieber Freund, wer leichtsinnig nur den Fuß aus der geraden Straße setzt, der wird unversehens in andere Pfade abgeführt, die abwärts und immer abwärts ihn ziehen. Er sieht dann umsonst die Leitsterne am Himmel schimmern. Ihm bleibt keine Wahl. Er muss unaufhaltsam den Abhang hinab und sich selbst der Nemesis opfern. Nach dem übereilten Fehltritt, den der Fluch auf mich geladen, hat ich durch Liebe frevelnd in eines anderen Wesens Schicksal mich gedrängt. Was blieb mir übrig, als, wo ich Verderben gesehet, wo schnelle Rettung mir geheischt ward, eben rettend blindlings hinzuzuspringen? Denn die letzte Stunde schlug. Denke nicht so niedrig von mir, mein Adelbert, als zu meinen, es hätte mich irgendein geforderter Preis zu teuer gedüngt. Ich hätte mit irgendetwas, das nur mein war, mehr als eben mit Gold gekarrt. Nein, Adelbert, aber mit unüberwindlichem Hasse gegen diesen rätselhaften Schleicher auf krummen Wegen war meine Seele angefüllt. Ich mochte ihm Unrecht tun, doch empörte mich jede Gemeinschaft mit ihm. Auch hier trat, wie schon so oft in mein Leben und wie überhaupt so oft in die Weltgeschichte, ein Ereignis an die Stelle einer Tat. Später habe ich mich mit mir selber versöhnt. Ich habe ernstlich die Notwendigkeit verehren lernen, und was ist mehr als die getane Tat, das geschehene Ereignis, ihr Eigentum? Dann habe ich auch gegen diese Notwendigkeit als eine weise Fügung verehren lernen, die durch das gesamte große Getrieb weht, darin wir bloß als mitwirkende, getriebene, treibende Rede eingreifen. Was sein soll, muss geschehen. Was sein sollte, geschah. Und nicht ohne jene Fügung, die ich endlich noch in meinem Schicksale und im Schicksale derer, die das meine mit angriff, verehren lernte. Ich weiß nicht, ob es der Spannung meiner Seele unter dem Drange so mächtiger Empfindungen zuschreiben soll, ob der Erschöpfung meiner physischen Kräfte, die während der letzten Tage ungewohntes Darben geschwächt, ob endlich dem zerstörenden Aufruhr, den die Nähe dieses grauen Unholds in meiner ganzen Natur erregte. Genug, es befiel mich, als es an das Unterschreiben ging, eine tiefe Ohnmacht, und ich lag eine lange Zeit wie in den Armen des Todes. Fußstampfen und Fluchen waren die ersten Töne, die mein Ohr trafen, als ich zum Bewusstsein zurückkehrte. Ich öffnete die Augen. Es war dunkel. Mein verhasster Begleiter war scheltend um mich bemüht. »Heißt das nicht, wie ein altes Weib sich aufführen? Man raffe sich auf und vollziehe frisch, was man beschlossen. Oder hat man sich anders besonnen und will lieber gränen?« Ich richtete mich mühsam auf von der Erde, wo ich lag, und schaute schweigend um mich. Es war später Abend. Aus dem hell erleuchteten Försterhause erscholl festliche Musik. Einzelne Gruppen von Menschen wallten durch die Gänge des Gartens.
Ein paar traten im Gespräche näher und nahmen Platz auf der Bank, worauf ich früher gesessen hatte. Sie unterhielten sich von der an diesem Morgen vollzogenen Verbindung des reichen Herrn Pascal mit der Tochter des Hauses. Es war also geschehen. Ich streifte mit der Hand die Tarnkappe des sogleich mir verschwindenden Unbekannten von meinem Haupte weg und eilte stillschweigend in die tiefste Nacht des Gebüsches mich versenkend, den Weg über Graf Peters Laube einschlagend, dem Ausgange des Gartens zu. Unsichtbar aber geleitete mich mein Plagegeist, mich mit scharfen Worten verfolgend. »Das ist also der Dank für die Mühe, die man genommen hat, Monsieur. Der schwache Nerven hat, den langen lieben Tag durchzupflegen. Und man soll den Narren im Spiel abgeben? Gut, Herr Trotzkopf, fliehen Sie nur von mir. Wir sind doch unzertrennlich. Sie haben mein Gold und ich Ihren Schatten. Das lässt uns beiden keine Ruhe. Hat man je gehört, dass ein Schatten von seinem Herrn gelassen hätte? Ihrer zieht mich Ihnen nach, bis Sie ihn wieder zu Gnaden annehmen und ich ihn los bin. Was Sie versäumt haben, aus frischer Lust zu tun, werden Sie nur zu spät aus Überdruss und Langeweile nachholen müssen. Man entgeht seinem Schicksal nicht. Er sprach aus demselben Tone fort und fort, ich floh umsonst, er ließ nicht nach und immer gegenwärtig redete er höhnend von Gold und Schatten. Ich konnte zu keinem eigenen Gedanken kommen. Ich hatte durch menschenleere Straßen einen Weg nach meinem Hause eingeschlagen. Als ich davor stand und es ansah, konnte ich es kaum erkennen. Hinter den eingeschlagenen Fenstern brannte kein Licht, die Türen waren zu, kein Dienervolk regte sich mehr darin. Er lachte laut auf neben mir. Ja, so geht's. Aber Ihren Brendel finden Sie wohl daheim? Den hat man jüngst vorsorglich so müde nach Hause geschickt, dass er es wohl seitdem gehütet haben wird. Der wird Ihnen Geschichten zu erzählen haben. Wohl an, denn für heute gute Nacht, auf baldiges Wiedersehen. Ich hatte wiederholt geklingelt, es erschien Licht. Bendel frug von innen, wer geklingelt habe. Als der gute Mann meine Stimme erkannte, konnte er seine Freude kaum bändigen. Die Tür flog auf, wir lagen weinend einander in den Armen. Ich fand ihn sehr verändert, schwach und krank. Mir aber war das Haar ganz grau geworden. Er führte mich durch die verödeten Zimmer nach einem innern, verschont gebliebenen Gemach. Er holte Speise und Trank herbei, wir setzten uns, er fing wieder an zu weinen. Er erzählte mir, dass er letzthin den grau gekleideten dürren Mann, den er mit meinem Schatten angetroffen hatte, so lange und so weit geschlagen habe, bis er selbst meine Spur verloren und vor Müdigkeit hingesunken sei. Dass nachher, wie er mich nicht wiederfinden gekonnt, er nach Hause zurückgekehrt, wo bald darauf der Pöbel auf Rascals Anstiften herangestürmt, die Fenster eingeschlagen und seine Zerstörungslust gebüßt. So hatten sie an ihrem Wohltäter gehandelt. Meine Dienerschaft war auseinandergeflogen. Die örtliche Polizei hatte mich als verdächtig aus der Stadt verwiesen und mir eine Frist von 24 Stunden festgesetzt, um deren Gebiet zu verlassen. Zu dem, was mir von Rascals Reichtum und Vermählung bekannt war, wusste er noch vieles hinzuzufügen. Dieser Bösewicht, von dem alles ausgegangen, was hier gegen mich geschehen war, musste von Anbeginn mein Geheimnis besessen haben. Es schien, er habe vom Golde angezogen, sich an mich zu drängen gewusst und schon in der ersten Zeit einen Schlüssel zu jenem Goldschrank sich verschafft, wo er den Grund zu dem Vermögen gelegt, das noch zu vermehren er jetzt verschmähen konnte. Das alles erzählte mir Bendel unter häufigen Tränen und weinte dann wieder vor Freuden, dass er mich wieder sah, mich wieder hatte, und das, nachdem er lang gezweifelt, wohin das Unglück mich gebracht haben möchte, erst mich ruhig und gefasst ertragen sah. Denn solche Gestaltung hatte nun die Verzweiflung in mir genommen. Ich sah mein Elend riesengroß, unwandelbar vor mir. Ich hatte ihm meine Tränen ausgeweint. Es konnte kein Geschrei mehr aus meiner Brust pressen. Ich trug ihm kalt und gleichgültig mein entblößtes Haupt entgegen. »Bendel«, hub ich an, »du weißt mein Los.
Nicht ohne früheres Verschulden trifft mich schwere Strafe. Du sollst länger nicht, unschuldiger Mann, dein Schicksal an das meine binden. Ich will es nicht. Ich reite die Nacht noch fort, sattle mir ein Pferd, ich reite allein. Du bleibst, ich will's. Es müssen hier noch einige Kisten Goldes liegen, das behalte du. Ich werde allein unstet in der Welt wandern. Wann mir aber je eine heitere Stunde wieder lacht und das Glück mich versöhnt anblickt, dann will ich deiner treu gedenken, denn ich habe an deiner getreuen Brust in schweren, schmerzlichen Stunden geweint. Mit gebrochenem Herzen musste der Redliche diesem letzten Befehle seines Herrn, worüber er in der Seele erschrak, gehorchen. Ich war seinen Bitten, seinen Vorstellungen taub, blind seine Tränen. Er führte mir das Pferd vor, ich drückte noch einmal den Weinenden an meine Brust, schwang mich in den Sattel und entfernte mich unter dem Mantel der Nacht von dem Grabe meines Lebens, unbekümmert, welchen Weg mein Pferd mich führen werde, denn ich hatte weit auf Erden kein Ziel, keinen Wunsch, keine Hoffnung. Es gesellte sich bald ein Fußgänger zu mir, welcher mich bat, nachdem er eine Weile neben meinem Pferde geritten war, da wir doch denselben Weg hielten, einen Mantel, den er trug, hinten auf mein Pferd legen zu dürfen. Ich ließ es stillschweigend geschehen. Er dankte mir mit leichtem Anstand für den leichten Dienst, lobte mein Pferd, nahm daraus die Gelegenheit, das Glück und die Macht der Reichen hoch zu preisen und schließlich, ich weiß nicht wie, in eine Art von Selbstgespräch ein, bei dem er mich bloß zum Zuhörer hatte. Er entfaltete seine Ansichten von dem Leben und der Welt und kam sehr bald auf die Metaphysik, an die die Forderung erging, das Wort aufzufinden, das aller Rätsel Lösung sei. Er setzte die Aufgabe mit vieler Klarheit auseinander und schritt fürder zu deren Beantwortung. »Du weißt, mein Freund, dass ich deutlich erkannt habe, seitdem ich den Philosophen durch die Schule gelaufen, dass ich zur philosophischen Spekulation keineswegs berufen bin und dass ich mir dieses Feld völlig abgesprochen habe. Ich habe seither vieles auf sich beruhen lassen, vieles zu wissen und zu begreifen, Verzicht geleistet und bin, wie du es mir selber geraten, meinem geraden Sinn vertrauend, der Stimme in mir, so viel es meiner Macht gewesen, auf dem eigenen Wege gefolgt. Nun schien mir dieser Redekünstler mit großem Talent ein festgefügtes Gebäude aufzuführen, das in sich selbst gegründet sich emportrug und wie durch eine innere Notwendigkeit bestand. Nur vermisste ich ganz in ihm, was ich eben darin hätte suchen sollen. Und so ward es mir zu einem bloßen Kunstwerk, dessen zierliche Geschlossenheit und Vollendung dem Auge allein zur Ergötzung diente. Aber ich hörte dem wohlberedten Manne gerne zu, der meine Aufmerksamkeit von meinem Leiden auf sich selbst gelenkt, und ich hätte mich ihm willig ergeben, wenn er meine Seele wie meinen Verstand in Anspruch genommen hätte. Mittlerweile war die Zeit hingegangen und unbemerkt hatte schon die Morgendämmerung den Himmel erhellt. Ich erschrak, als ich mit einem Male aufblickte und im Osten die Pracht der Farben sich entfalten sah, die die nahe Sonne verkünden. Und gegen sie war in dieser Stunde, wo die Schlagschatten mit ihrer ganzen Ausdehnung prunken, kein Schutz, kein Bollwerk in der offenen Gegend zu ersehen. Und ich war nicht allein. Ich warf einen Blick auf meinen Begleiter und erschrak wieder. Es war kein anderer als der Mann im grauen Rock. Er lächelte über meine Bestürzung und fuhr fort, ohne mich zu Wort kommen zu lassen. »Lass doch, wie es einmal in dieser Welt Sitte ist, unseren wechselseitigen Vorteil uns auf eine Weile verbinden. Zu scheiden haben wir immer noch Zeit.« »Die Straße hier längs dem Gebirge, ob Sie gleich noch nicht daran gedacht haben, ist doch die einzige, die Sie vernünftigerweise einschlagen können. Hinab in das Tal dürfen Sie nicht. Und über das Gebirg werden Sie noch weniger zurückkehren wollen, von wo Sie hergekommen sind. Diese ist auch gerade meine Straße. Ich sehe sie schon vor der aufgehenden Sonne erblassen. Ich will Ihnen Ihren Schatten auf die Zeit unserer Gesellschaft leihen. Und Sie dulden mich dafür in Ihrer Nähe? Sie haben so Ihren Bändel nicht mehr bei sich.
Ich will Ihnen gute Dienste leisten. Sie lieben mich nicht, das ist mir leid. Sie können mich darum doch benutzen. Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn gerne malt. Gestern haben Sie mich geärgert, das ist wahr. Heute will ich Ihnen nicht nachtragen, und ich habe Ihnen schon den Weg bis hierher verkürzt, das müssen Sie selbst gestehen. Nehmen Sie doch nur einmal Ihren Schatten auf Probe wieder an. Die Sonne war aufgegangen, auf der Straße kamen uns Menschen entgegen. Ich nahm obgleich mit innerlichem Widerwillen den Antrag an. Er ließ lächelnd meinen Schatten zur Erde gleiten, der alsbald seine Stelle auf des Pferdes Schatten einnahm und lustig neben mir hertrabte. Mir war sehr seltsam zumut. Ich ritt an einem Trupp Landsleute vorbei, die vor einem wohlhabenden Mann ehrerbietig mit entblößtem Haupt Platz machten. Ich ritt weiter und blickte gierigen Auges und klopfenden Herzens seitwärts zum Pferde herab, auf diesen sonst meinen Schatten, den ich jetzt von einem Fremden, ja, von einem Feinde erborgt hatte. Dieser ging unbekümmert neben mir her und pfiff eben ein Liedchen. Er zu Fuß, ich zu Pferd. Ein Schwindel ergriff mich, die Versuchung war zu groß. Ich wandte plötzlich die Zügel, drückte beide Sporen an und so in voller Karriere einen Seitenweg einzuschlagen. Aber ich entführte den Schatten nicht, der bei der Wendung vom Pferde glitt und seinem gesetzmäßigen Eigentümer auf der Landstraße erwartete. Ich musste beschämt umdenken. Der Mann im grauen Rocke, als er ungestört sein Liedchen zu Ende gebracht, lachte mich aus, setzte mir den Schatten wieder zurecht und belehrte mich, er würde erst an mir festhängen und bei mir bleiben wollen, wenn ich ihn wiederum als rechtmäßiges Eigentum besitzen würde. »Ich halte Sie«, fuhr er fort, »am Schatten fest und Sie kommen mir nicht los. Ein reicher Mann wie Sie braucht nun mal einen Schatten, das ist nicht anders.« »Und Sie sind nur darin zu tadeln, dass Sie es nicht früher eingesehen haben.« Ich setzte meine Reise auf derselben Straße fort. Es fanden sich bei mir alle Bequemlichkeiten des Lebens und selbst ihre Pracht wieder ein. Ich konnte mich frei und leicht bewegen, da ich einen, obgleich nur erborgten, Schatten besaß. Und ich flößte überall die Ehrfurcht ein, die der Reichtum gebietet. Aber ich hatte den Tod im Herzen. Mein wundersamer Begleiter, der sich selbst für den unwürdigen Diener des reichsten Mannes der Welt ausgab, war von einer außerordentlichen Dienstfertigkeit, über die Maßen gewandt und geschickt, der wahre Inbegriff eines Kammerdieners für einen reichen Mann, aber er wich nicht von meiner Seite und führte unaufhörlich das Wort gegen mich, stets die größte Zuversicht an den Tag legend, dass ich endlich, und sei es auch nur, um ihn loszuwerden, den Handel mit dem Schatten abschließen würde. Er war mir ebenso lästig als verhasst. Ich konnte mich ordentlich vor ihm fürchten. Ich hatte mich von ihm abhängig gemacht. Er hielt mich, nachdem er mich in die Herrlichkeit der Welt, die ich floh, zurückgeführt hatte. Ich musste seine Beredsamkeit über mich ergehen lassen und fühlte schier, er habe recht. Ein Reicher muss in der Welt einen Schatten haben, und sobald ich den Stand behaupten wollte, den er mich wieder geltend zu machen verleitet hatte, war nur ein Ausgang zu ersehen. Dieses aber stand bei mir fest, nachdem ich meine Liebe hingeopfert, nachdem mir das Leben verblasst war, wollte ich meine Seele nicht, und sei es um alle Schatten der Welt, dieser Kreatur verschreiben. Ich wusste nicht, wie es enden sollte. Wir saßen einst vor einer Höhle, welche die Fremden, die das Gebirg bereisen, zu besuchen pflegen. Man hört dort das Gebrause unterirdischer Ströme aus ungemessener Tiefe heraufschallen, und kein Grund scheint, den Stein, den man hineinwirft, in seinem hallenden Fall aufzuhalten.
Er malte mir, wie er es öfters tat, mit verschwenderischer Einbildungskraft und im schimmernden Reize der glänzendsten Farben sorgfältig ausgeführte Bilder von dem, was ich in der Welt Kraft meines Säckels ausführen würde, wenn ich erst meinen Schatten wieder in meiner Gewalt hätte. Die Ellenbogen auf die Knie gestützt, hielt ich mein Gesicht in meinen Händen verborgen und hörte dem Falschen zu. Das Herz zwiefach geteilt zwischen der Verführung und dem strengen Willen in mir. Ich konnte bei solchem inneren Zwiespalt länger nicht ausdauern und begann den entscheidenden Kampf. Sie scheinen, mein Herr, zu vergessen, dass ich Ihnen zwar erlaubt habe, unter gewissen Bedingungen in meiner Begleitung zu bleiben, dass ich mir aber meine völlige Freiheit vorbehalten habe. Wenn Sie befehlen, so packe ich wieder ein. Die Drohung war ihm geläufig. Er schwieg, er setzte sich gleich daran, meinen Schatten wieder zusammenzurollen. Ich erblasste, aber ich ließ es stumm geschehen. Es folgte ein langes Stillschweigen. Er nahm zuerst das Wort. »Sie können mich nicht leiden, mein Herr. Sie hassen mich. Ich weiß es. Doch warum hassen Sie mich? Ist es etwa, weil Sie mich auf öffentlicher Straße angefallen und mir mein Vogelnest mit Gewalt zu rauben gemeint? Oder ist es darum, dass Sie mein Gut, den Schatten, den Sie Ihrer bloßen Ehrlichkeit anvertraut glaubten, mit diebischer Weise zu entwenden gesucht haben? Ich meinerseits hasse Sie darum nicht. Ich finde es ganz natürlich, dass Sie alle Ihre Vorteile, List und Gewalt geltend zu machen suchen und dass Sie übrigens die allerstrengsten Grundsätze haben und wie die Ehrlichkeit selbst denken, ist eine Liebhaberei, wogegen ich auch nichts habe. Ich denke in der Tat nicht so streng als Sie. Ich handle bloß, wie Sie denken. Oder hab ich Ihnen etwa irgendwann den Daumen auf die Gurgel gedrückt, um Ihre werteste Seele, zu der ich einmal Lust habe, an mich zu bringen? Habe ich von wegen meines ausgetauschten Säckels einen Diener auf Sie losgelassen? Hab ich Ihnen damit durchzugehen versucht? Ich hatte dagegen nichts zu erwidern. Er fuhr fort. Schon recht, mein Herr, Sie haben recht. Sie können mich nicht leiden, auch das begreife ich wohl und verarge es Ihnen weiter nicht. Wir müssen scheiden, das ist klar. Und auch Sie fangen an, mir sehr langweilig vorzukommen. Um sich also meiner ferneren, beschämenden Gegenwart völlig zu entziehen, rate ich es Ihnen noch einmal. Kaufen Sie mir das Ding ab. Ich hielt ihm das Säckel hin. »Um den Preis?« »Nein.« Ich seufzte schwer auf und nahm wieder das Wort. »Auch also, ich dringe darauf, mein Herr, lasst uns scheiden. Vertreten Sie mir nicht länger den Weg auf einer Welt, die hoffentlich geräumig genug ist für uns beide.« Er lächelte wieder und erwiderte, »Ich gehe, mein Herr. Zuvor aber will ich Sie unterrichten, wie Sie bei mir klingeln können, wenn Sie je verlangen nach einem untertänigsten Knecht tragen wollten. Sie brauchen nur Ihren Säckel zu schütteln, dass die ewigen Goldstücke darin rasseln. Der Ton zieht mich augenblicklich an. Ein jeder denkt auf seinen Vorteil in der Welt. Sie sehen, dass ich auf Ihren zugleich bedacht bin, denn ich eröffne Ihnen offenbar eine neue Kraft. Oh, dieser Säckel. Uns hätten gleich die Motten ihren Schatten schon aufgefressen. Der würde noch ein starkes Band zwischen uns sein. Genug. Sie haben mich an meinem Gold. Befehlen Sie auch in der Ferne über Ihren Knecht. Sie wissen, dass ich mich meinen Freunden dienstfertig genug erweisen kann und dass die Reichen besonders gut mit mir stehen. Sie haben es selbst gesehen? »Nur Ihren Schatten, mein Herr, das lassen Sie sich gesagt sein, nie wieder, als unter einer einzigen Bedingung.« Gestalten der alten Zeit traten vor meine Seele. Ich frug ihn schnell, »Hatten Sie eine Unterschrift von Herrn John?« Er lächelte. »Oh, mit einem so guten Freund habe ich es keineswegs nötig gehabt.« »Wo ist er? Bei Gott, ich will es wissen.«
Er steckte zögernd die Hand in die Tasche und daraus bei den Haaren hervorgezogen erschien Thomas Jons bleiche, entstellte Gestalt und die blauen Leichenlippen bewegten sich zu schweren Worten. Justo judicio de judicato sum. Justo judicio de condemnato sum. Ich entsetzte mich und schnell den klingenden Säckel in den Abgrund werfend, sprach ich zu ihm die letzten Worte. So beschwör ich dich in Gottes Namen, Entsetzlicher. Hebe dich von dannen und lasse dich nie wieder vor meinen Augen blicken. Er erhob sich finster und verschwand sogleich hinter den Felsenmassen, die den wildbewachsenen Ort begrenzten.